Also die nächste Gruppe beschäftigt sich auch nochmal mit Stimme. Und dafür bitte ich jetzt gleich noch Elia und Tristan nach vorne, dass sie euch erzählen, was sie für eine App gebaut haben und vielleicht auch noch wieso. Sie sind auf dem Weg. Ich kann sie sehen, der Livestream nicht, aber die müssen einfach kurz warten. Da, wo der HDMI-Stecker ist. Das ist ja auch kein HDMI. Da ist ein HDMI-Stecker. Schreibt zu allen, aber. Mein Gott. Endlich. Was ist das? Nix ist das. Warum hast du wieder auf Exit gedrückt? Oh mein Gott. Nicht auf Exit. Oh Gott, du bist blöd. Was soll ich sagen? Unser Projekt ist ein Voice Changer. Wir wollten den kreieren, um so zum Beispiel Telefonate, die die Stimme kopieren, zu verhindern. So sieht nochmal der Code aus. Wir haben die App Envintor benutzt als Programm. Und hier. Wir hatten aber leider zu wenig Zeit, um das fertigzustellen. Und deswegen haben wir bisher nur eine App, die Stimmen aufnehmen kann und sie wiedergeben kann. Okay, vielen Dank, ihr beiden. Ja, zu wenig Zeit, so ein Wochenende geht schnell rum. Gerade wenn man sich erstmal überlegen will, was will man machen, wie macht man es am besten. Aber ihr habt es trotzdem geschafft, am Ende eine ganze App zu bauen, die sogar auf deinem Handy läuft. Also klasse.